Hallo zusammen, ich bin mal wieder da. Ich möchte euch heute von meiner Erfahrung berichten, was die Deep-Rekonstruktion angeht. Wie der Deep funktioniert, das habe ich bereits in einem älteren Video mal erklärt. Wenn ihr euch mal so schnell durchscrollen wollt, habe ich ein rotes Kleid an. So, also, ich habe nicht ganz so viel Zeit auf meiner Speicherkarte, deswegen muss ich schnell machen. Also am ersten Tag der Einlieferung hatte ich drei Termine. Man kriegt Blut abgenommen im Schwesternzimmer und hatte dann noch ein Gespräch mit der Chirurgin, die mir nochmal ganz genau erklärt hat, wie der Eingriff so vonstatten geht. Wenn ihr da so ein bisschen Bedenken habt oder ein bisschen Angst habt vor der OP, was ja auch völlig natürlich ist und völlig normal ist, dann sagt der Ärztin am besten, dass ihr bitte nur das hören wollt, was eintreten wird, was eintreten kann, ist schon wieder nicht mehr ganz so wichtig, weil ich habe da Sachen gehört, wo ich mir dachte so, na, das muss man nicht alles wissen. Dann hatte ich noch ein Gespräch mit dem Narkosearzt und dann hatte ich eigentlich den ganzen Tag frei, so ab mittags. Hab dann mit einer Freundin ganz lange telefoniert, war essen und ja, ansonsten habe ich es mir halt im Zimmer bequem gemacht. Am Tag der OP bin ich als Erste in den OP gekommen, Gott sei Dank. Ich habe nicht lange warten müssen. Bin um 8:30 Uhr in den OP geschoben worden und habe dann ganz schnell meine Narkose bekommen. Ich glaube, die haben auch gemerkt, dass ich sehr, sehr, sehr aufgeregt war. Ich habe mich auch gezittert am ganzen Körper. Das bleibt einfach nicht aus. Also so cool ich auch vorher war und sagte, ja, ist halt, ne, wird jetzt halt gemacht. Ich freue mich drauf. Ich habe mich auch immer noch drauf gefreut, aber es ist nun mal ein riesengroßer Eingriff, der nicht zu unterschätzen ist. Ich gucke mal hier so nach unten. Ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht. Die OP, die ging circa 6 Stunden. Ich erinnere mich daran, dass ich so gegen 4, glaube ich, mit meiner Mutter gesprochen habe und gesagt habe, boah, ich bin ein bisschen lala noch von der Narkose. Meine allerersten Worte, als ich aufgewacht bin, waren Bauchauer. Aber eigentlich nur, also eigentlich, wenn ich so zurückdenke, hatte ich gar keine Schmerzen. Ich habe nur, ja, ich wollte halt nur direkt Schmerzmittel haben. Ich wollte gar nicht erst diesen Schmerz aufkommen lassen, weil man muss im Krankenhaus keine Schmerzen haben. Definitiv nicht. Und da gibt es halt auch ziemlich gutes Zeug, das nennt sich wohl Dipidilor oder so. Wirklich, der ganze Körper schwebt. Man merkt eigentlich nichts mehr vom Körper. In der Narkose wurde mir hier ein Zugang gelegt, weil man die Arme während der OP am Körper gelagert hat. Und da kommt dann der Narkosearzt nicht mehr dran, deswegen hat man hier einen Zugang. Den merkt man gar nicht. Der wird einem auch gezogen, man merkt ihn überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass ich am Abend dann der Schwester, der Intensivschwester gesagt habe, also ich war auf der Intensivstation dann die Nacht der OP, nach der OP und den nächsten Morgen. Danach geht's auf Station und ich habe halt der Schwester gesagt, ob sie mir denn vielleicht abends GZSZ und danach umschalten könnte auf Germany's Next Topmodel. Ich glaube, ich habe von beiden den Vorspann gesehen, mehr nicht. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Winter-Olympia. Also von daher. Meine Katze kommt und hat lange Krallen. ja, also das weiß ich noch. Am nächsten Tag bin ich dann auf die Station gekommen. Da Mausi. Und musste mich da leider mehrfach übergeben. Das lag wahrscheinlich nicht an der Narkose, weil da habe ich einen Antikotz bekommen. Das lag sehr wahrscheinlich an diesem Schmerzmittel, weil das ist so krass gewesen. Wenn ich dann einen Punkt habe zu fixieren, da war alles rundherum so wie Wasser. Also halt alles so fluffig drumherum. Ich kann das kaum beschreiben. War auf jeden Fall sehr unschön, vor allem mit dieser langen Bauchnarbe sich zu übergeben, war eine Herausforderung. Aber gut, war halt nun mal so fertig aus, Ende. Fürs Frühstück musste ich mich dann auch aufsetzen. Damit der Kreislauf nicht ganz so in den Keller sackt und man am nächsten Tag, wenn man dann komplett aufstehen kann, man nicht umfällt. Ja, wie gesagt, also am nächsten Tag, also ich bin den Tag nach der OP noch im Bett geblieben, muss man auch dann, man darf nicht aufstehen. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, am nächsten Tag durfte ich dann aufstehen, nach dem Frühstück bin ich aufgerichtet worden und umgezogen worden, also umgezogen habe ich mich dann selber. Durfte mich waschen, Zähne putzen, also waschen am Waschbecken, leider nicht duschen. Und ja, von da an ging es eigentlich bergauf. Also man ist die erste Zeit wirklich immer sehr gebeugt gelaufen, wenn man das Gefühl hat, es hält einem einer den Bauch fest.
Es war jetzt, ja, natürlich tat das auch weh. Also ich mache wirklich keinen Hehl daraus. Die ersten 4 Tage waren nicht schön. Das tat wirklich weh. Ich war wirklich fertig, habe viel geschlafen. Aber ich sag mal so, die ersten 2 Tage verbringt man ja auf der Intensivstation beziehungsweise auf der Station im Bett. Und danach die 2 Tage, wie gesagt, da war das Aus- und Einsteigen aus dem Bett schon so ein bisschen boah, beschwerlich. Man hatte natürlich schön das Bett, was man hochfahren konnte und wieder runterfahren konnte. Das heißt, man brauchte den Bauch gar nicht anzustrengen. Das war wirklich top. Das war sehr, sehr gut. Ich hatte Quatsch, drei Drainagen, eine Drainage in der Seite und zwei jeweils rechts und links an dem Bauchschnitt. Die sind nach 4 Tagen alle, also zwischendurch, also ich habe, glaube ich, nach Tag 3 zwei gezogen bekommen und nach Tag 4 war dann auch die letzte raus. Und nach Tag 6 durfte ich nach Hause. Es ist sehr früh, es ist nicht normal, weil ich, also ich habe halt sehr, echt sehr gutes Heilfleisch. Normal sind wohl so 10 bis 11 Tage. Ja, ich war einfach fix. Das ging sehr, sehr schnell. Und ich wollte noch was sagen. Was wollte ich noch sagen? Ach, das Wichtigste, wo ich war. Ich war in Düsseldorf in der Sana-Klinik und ganz ehrlich, das ist so eine Top-Adresse. Das Ergebnis ist so, so wunderschön geworden. Ich hatte vorab von einer Dame, die mir netterweise ihre Fotos zur Verfügung gestellt hat, hatte ich ein Bild vor Augen, dass das erstmal so hingebastelt aussieht. Gar nicht mal nach Brust, sondern halt nach, ja, da ist halt dann was, ne? Das ist jetzt schon so schön und das, obwohl noch die Mamille, also der Nippel fehlt, sieht das jetzt schon echt toll aus. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Und natürlich bin ich auch sehr begeistert von einem flachen Bauch, aber den zeige ich euch gleich. Zu Hause war es dann die Herausforderung, was mache ich denn jetzt mit meinen Einkäufen? Wo lege ich mich denn jetzt hin? Wie komme ich denn aus dem Bett raus? Also Bett war definitiv raus. Bett ging nicht, weil da hätte ich flach gelegen. Ich hätte mich nicht so lagern können, wie ich es musste, nämlich Rücken, Oberschenkel, Unterschenkel. Das war nur auf meinem Sofa möglich. Da hinten in der Ecke lag ich immer, weil das hat so eine schöne Rundung. Da habe ich mich hingelegt, habe mir ein Kissen in die Knie gemacht und da lag ich dann ganz bequem. Doof war nur, dass ich in der Nacht runtergerutscht bin, dann doch mit dem Rücken auch glatt lag. Da wieder aufzustehen, das hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert. Aber auch das habe ich geschafft. Ich bin auch im Krankenhaus immer sehr, sehr viel spaziert, sodass ich mich auch ganz schnell an Bewegung gewöhnt habe. Und ich sage mal, wenn man muss, dann macht man, ne? So, jetzt haben wir 4 Wochen nach OP. Ja, 4 Wochen nach OP. Und mir geht es wirklich gut. Natürlich habe ich immer noch so Wundschmerz. Ich vergleiche es immer mit blauen Fleck, aber ein kleiner blauer Fleck. Kein großes Hämatom. So weh tut es nicht mehr. Also der ganze Bauch, der tut halt schon noch weh, weil die mussten ja da auch die Bauchhaut bis zum Brustbein von der Faszie lösen, damit sie die Bauchhaut wieder runterziehen konnten. Ich zeige euch jetzt mal die Bauchnarbe, damit ihr eine Vorstellung davon habt. Erstmal, also. Das ist jetzt mein Bauch. Ganz, ganz flach. Da ist auch immer noch Material für noch mehr. Und hier seht ihr meinen neu gesetzten Bauchnabel. Der wurde ausgeschnitten und ja, die Haut wurde halt hier runtergezogen und dort vernäht. Ihr seht, es ist ein ganz, 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 ganz dünner Schnitt. Geht halt einmal um meinen halben Körper. Aber ich finde es nicht schlimm, weil wenn ich die Hose hochziehe, zack, sieht man davon nichts mehr. Jetzt muss ich noch ein bisschen trainieren, damit das da verschwindet. Aber das kriege ich auch noch weg. Und ja, also die schneiden halt, hatten mir es vorher angezeichnet, die schneiden halt hier so dieses Stück weg und ziehen dann den Bauch runter und nähen da wieder fest. Ich hoffe, ihr könnt euch was darunter vorstellen. Wenn nicht, fragt mich gerne. Ich wollte jetzt gerade sagen, fragt mir gerne Löcher im Bauch, aber das haben die Ärzte schon getan. ach ja, wo ich es gerade sehe, ich muss jetzt hier 6 Wochen so einen schicken Kompressions-BH tragen, Tag und Nacht. Nervt gar nicht. Man gewöhnt sich an alles. Der hat halt hier vorne so schöne Haken, kommt natürlich überall raus, aus jeder Klamotte, aber so what. Auch nur noch 2 Wochen, dann ist auch das geschafft. Und ja, Nähte sind alle intrakutan genäht worden, also sprich mit selbstauflösendem Faden.
Die müssen nicht gezogen werden. Die Fadenenden wurden nach 2 Wochen eingekürzt. Das war auch schon mal eine Erleichterung. Und ja, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, würde ich es noch einmal machen? Bei onkologischem Befund ja, finde ich, ist das definitiv die beste Variante. Und es ist einfach kein Fremdkörper. Es ist mit 2 OPs dann auch erledigt. Ja, die OPs sind länger und die Ps sind nicht zu unterschätzen. Aber Silikon war einfach keine Lösung für mich und keine Alternative für mich aufgrund der Bestrahlung. Ja, also hätte ich jetzt nochmal hätte ich einen onkologischen Befund, wo es nochmal darum ginge oder wo es darum ginge, wie lasse ich rekonstruieren, jedes Mal wieder mit Eigengewebe, würde ich immer wieder so machen. Hätte ich jetzt nur den Wunsch nach einer Bauchdeckenstraffung, würde ich es freiwillig nicht machen. Weil ich finde schon diese. Ich fand es schon hart, die ersten 4 Tage. Und das nur für Schönheit. Nee. Würde ich nicht machen. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie er es machen will. Für mich wäre das definitiv keine Lösung. Wie gesagt, wenn ihr noch mit euch hadert, wie ihr rekonstruieren lassen wollt, finde ich persönlich, dass das mit dem Eigengewebe die beste Variante ist. So, und das war's auch schon von mir. Ich bin natürlich heute eigentlich perfekt angezogen, um euch von meinem New York-Urlaub zu berichten. Die Statue of Liberty. Aber das kommt noch. Ich war schon da und es war traumhaft. Es war so, so wunderschön, wie in einem Film. Aber darüber erzähle ich euch in einem anderen Video, was ich vielleicht am Wochenende, vielleicht nächste Woche, mal schauen, irgendwann aufnehmen werde. Ich muss eh mal gucken, wie ich das mit meinem Channel hier weitermache, ob ich immer mal so alle paar Monate ein Update von mir gebe. Aber ich hatte eigentlich gar nicht geplant, das irgendwie groß auszuweiten. Ich möchte gar kein Influencer werden. Dafür habe ich auch viel zu wenige Likes. Klickt mich an. Nein, also das, ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich euch sagen möchte, es ist alles zu schaffen. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch lange nicht das Ende. In diesem Sinne, ich habe euch lieb. Bis bald. Tschüss.